Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am Mittwoch, dem 8. Juli 2020? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem sonnigen Thailand mit den aktuellen Informationen des Tages. Ja, ich habe diverse Rückmeldungen erhalten von der Community, Menschen, die versuchen, nach Thailand einzureisen. Das werde ich euch heute mal mitteilen, was es da für Meldungen gibt. Und dann denke ich aber, beginnen wir doch gleich mit den aktuellen Meldungen des Tages. Ja, es ist bereits Tag 44 ohne eine Neuerkrankung in Thailand. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Man merkt auch, dass die Regierung wirklich alles daran legt, um ihre Bevölkerung vor Neuinfektionen zu schützen. Es geht auch nicht so schnell vorwärts, wie viele denken. Also einige haben ja bereits darüber berichtet, dass im August die Travel Bubbles, also diese Reiseblasen, eintreten werden, also dass die Grenzen dann teilweise geöffnet werden sollen und Menschen einreisen können. Da ist die Regierung meines Erachtens etwas zurückgekrebst. Man hört jetzt hier schon, ja, man ist sich nicht sicher, ob man das bereits im August einführen möchte, wie ich ja auch schon vermutet habe und in einem der letzten Videos bekannt gab, gehe ich nach wie vor nicht davon aus, dass vor Oktober überhaupt irgendein Tourist hier einreisen kann. Der Wirtschaft geht es nach wie vor sehr schlecht und die Touristen werden dringend benötigt. Jedoch merkt man ganz klar, dass die Gesundheit der Bevölkerung bei der thailändischen Regierung an oberster Stelle steht. Das kann man auch sehen bei den sehr harten Einreisebedingungen. Wir haben bereits den 8. Juli, also das bedeutet vor 8 Tagen, ist es theoretisch möglich für Menschen, die in Thailand arbeiten, investieren möchten oder hier Familie haben, einzureisen. In der Realität schaut das Ganze aber ganz, ganz anders aus und ich kenne bis dato nur eine einzige Person von ca. 30 hier in der Community, die es tatsächlich bereits geschafft haben, einzureisen. Ja, ein Abonnent, der einreisen konnte, der schildert das ganze Prozedere als sehr, sehr anstrengend und ratet allen davon ab, nach Thailand zu reisen mit einer Sondergenehmigung. Also ich spreche jetzt hier von Ausländern, die nicht dringend nach Thailand müssen. So kurz aus seinem ganzen Aufwand, den er hatte, hat er besonders speziell gefunden, dass man in Bangkok am Flughafen ihn mit Schutzausrüstung empfangen hat, also nicht nur ihn, sondern die ganzen Passagiere, die im Flugzeug waren. Man hat auch jeden Einzelnen namentlich aufgerufen, das Flugzeug zu verlassen. Man wurde dann auch zu einem Shuttlebus geführt, welcher die Leute dann in die entsprechenden Hotels gebracht haben, wo man die Quarantäne absitzen muss. Die Quarantäne musste er ganze 15 Nächte in einem Zimmer absitzen. Also es ist tatsächlich so, dass man die ganze Zeit in einem Zimmer sein muss. Es gibt aber dann auch 3 Corona-Tests während diesen 15 Nächten, wo man dort ist, also 14 Tage. Und je nachdem, wenn der erste Test negativ ausfällt, dann hat man ein bisschen mehr Zugang oder kann sich etwas mehr bewegen im Hotel, also dort, wo er war. Es gibt ja diverse Einrichtungen, diverse Hotels, die man aussuchen kann. Das günstigste ist, wie gesagt, 30.000 Baht für diese 14 Tage Aufenthalt. Und eben weil der erste Test auch negativ war, durfte er dann pro Tag 1 Stunde an den Pool und danach direkt wieder ins Zimmer. Hier gibt es auch noch zu erwähnen, dass er mit einem Sonderflug eingereist ist. Das ist offiziell die einzige Möglichkeit, wie man nach Thailand einreisen kann. Sonderflüge werden in der Regel durch die thailändische Botschaft angeboten. Auch wenn man immer wieder hört, es gibt private Fluggesellschaften, also internationale Fluggesellschaften, die anscheinend Thailand anfliegen und man einfach ein Ticket buchen kann und dann mit denen nach Thailand fliegen. Dem ist seiner Meinung nach nicht so, denn die meisten dieser Flüge werden annulliert bzw. die Tickets storniert,
Wer auf sicher gehen möchte, der muss einen Rückholflug der thailändischen Botschaft in Anspruch nehmen. Die Kosten für diese Flüge sind auch nicht immer gerade günstig. Ich werde jetzt hier nicht noch weiter in die Details gehen, weil das sonst den zeitlichen Rahmen des Videos sprengen wird, aber es ist so, dass noch ca. 30 bis 40 Abonnenten des Kanals in ihren Ländern darauf warten, eine Einreisegenehmigung zu erhalten und nach Thailand zu reisen. Wartefristen bis zu 6 Wochen wurden mir auch gemeldet. Einige müssen Dokumente nachreichen, Versicherungen abschließen etc. Ziemlich aufwendiges Prozedere und eben auch sehr kostspielig. Also rein von den Informationen, die ich hier von euch erhalte, von den Menschen aus unserer Community, würde ich jetzt persönlich sagen, wenn es nicht absolut notwendig ist, reist nicht nach Thailand. Und das betrifft die Personengruppen, die eben ab oder seit dem 1. Juli einreisen dürfen. Jetzt gibt es aber hoffentlich auch noch eine gute Meldung und die kommt von einem Community-Mitglied. Er schreibt, dass er von der Schweizer Botschaft in Bangkok erfahren habe, dass die Thai-Botschaften weltweit heute Morgen neue Instruktionen erhalten werden oder haben, was die Einreise nach Thailand betrifft. Ich denke, wir werden in den nächsten Stunden, vielleicht auch Tagen, dann erfahren, um was es genau geht. Ich gehe nicht davon aus, dass es so sein wird, dass die Touristen wieder einreisen können, aber hoffen wir mal das Beste und werden uns oder lassen uns mal überraschen. Dann betreffend Visum und Aufenthalt in Thailand, und da wird wahrscheinlich bald ein weiteres Problem auf viele von euch zukommen, und das ist der Aufenthalt in Thailand. Die automatische Visaverlängerung endet am 31. Juli. Wir haben jetzt hier auch wieder ein Community-Mitglied, das schreibt, dass er am 21. Juli einen Flug gehabt hätte mit Turkish Airways nach Europa. Jedoch wurde dieser Flug jetzt storniert. Das bedeutet, er kann nicht am 21. Juli nach Hause fliegen. Da die automatische Verlängerung nur bis zum 31. Juli gilt, hat er sich bei der Thai Immigration in Pattaya gemeldet und gefragt, ob er den Aufenthalt verlängern kann bzw. ein Visum beantragen kann für August, weil er bis Ende Juli nicht zurückfliegen kann. Die Antwort der Immigration war gemäß seinem Mail, dass er an den Flughafen gehen soll, dort sich auf die Standby-Liste setzen soll, damit er mit irgendeinem Flug, der nach Europa geht, so schnell wie möglich zurückfliegen kann. Angeblich gibt es dort auch immer wieder freie Plätze. Ja, die Beamten haben ihm auf mehrfache Nachfrage um eine Visa-Verlängerung auch mitgeteilt, dass sie ihm nicht helfen können und dass sie auf neue Weisungen der thailändischen Regierung warten. Ich habe ja kürzlich in einem Video berichtet, dass in Bangkok das provisorische Immigration Büro wieder geöffnet wird ab Mitte des Monats, und das deutet ja auch darauf hin, dass wahrscheinlich wieder mit einem Ansturm an Menschen zu rechnen ist, die dann vielleicht hier in Thailand wieder Verlängerungen beantragen müssen. Dann kommen wir zum Inland, und da meldet die TAT, die Tourismusbehörde Thailands, dass man im Jahr 2020 mit einem Rückgang von 80% rechnet, was den Tourismus betrifft. Ich könnte mir vorstellen, das wird wahrscheinlich noch weiter runtergehen. Man rechnet also mit ca. 8,2 Millionen Besuchen, und nicht zu vergessen, das sind wahrscheinlich die, die bereits im ersten Quartal eingereist sind, bevor das Corona so richtig eingeschlagen hat, und vielleicht eben dann noch ein paar, die Ende des Jahres dazukommen werden. Ja, eine erfreuliche Nachricht ist, dass man in Thailand sich ja wieder frei bewegen kann und dass auch hier der lokale Tourismus, auch die Thailänder selber, sehr viel unterwegs sind, auch wie vor Corona. Und dass davon natürlich die Hotels profitieren, wie auch das Gastgewerbe. Man kann also damit rechnen, dass wenn Touristen, also ausländische Touristen, wieder einreisen können,
dass dann mehr oder weniger die Infrastruktur der Hotels und vielleicht eben auch das Angebot zum größten Teil wieder vorhanden sein wird. Dann noch was zu den Affen, die in Thailand Kokosnüsse pflücken. Kein Scherz, das ist tatsächlich so. Ausgebildete Affen, die in Thailand die Kokosnüsse von den Bäumen holen. Das wurde übrigens jetzt von Tierschutzorganisationen kritisiert und die thailändische Regierung hat alle eingeladen, mal mitzugehen und zu schauen, wie die Affen die Kokosnüsse von den Bäumen pflücken und dann eben auch zu sehen, dass es angeblich sehr tierfreundlich sei. Interessant, das lenkt wenigstens ein bisschen von der ganzen Corona-Situation ab hier in Thailand. Mal schauen, wie das Ganze ausgeht, ob bald auch die Kokosnusspreise steigen werden. Das war's von heute. Hast du Meldungen zur Einreise nach Thailand? Schreib sie doch unten in die Kommentare oder per E-Mail an mich. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn du magst. Bis dann. Tschüss aus Thailand.